Wieso habe ich Klingone gelesen? Garne 1, 2. Oh, die Haut wollen wir eher mal was Europäisches. Bloß kein Make-up, das sieht ja hässlich aus. Konto haben wir 2. Tätowierung keine. Tätowierungen sind unlogisch. So, welche Ohren soll sie haben? Finde ich eigentlich diese Ohren am besten. Ah, ich weiß nicht. So eher. Jupp. Ohrringe brauchst du keine. Die Haare, dann machen wir eher mal das hier. Auch wieder schwarzhaarig. So, welche Spitzen haben wir denn da alle? Ach, nehmen wir mal die. Alter, und dieses Monsterkind, das ändern wir jetzt mal. Breite, Kieferbreite, so. Kinnlänge. So. Dann wieder mal die Mundbreite runter, die Lippenfülle machen wir auch mal ein bisschen. Ja, ansonsten kann sie so ja schon mal bleiben und ruppig. Sie ist ein Vulkanierin, die bleibt ernst. Ja, auf der Größe passt das so, Körperproportionen kann man so auch mal lassen. Höchstens die Hüfte so noch ein bisschen. Masse Oberkörpergröße des Bauches machen wir ein bisschen weniger, Schulterbreite weniger, Masse Oberkörper mehr. Jupp, so bleibt das mal. Und dann war das die Sierra 2 offen. Das hier dann dunkel. 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 Hier machen wir mal kurz so hin, damit wir hier das Rote zum Auswählen haben. Kein Kommandoabzeichen bitte. Ende unbegleitet. Und zwar ein Antar. Ein Sierra Rock 1. Hier dann wieder mit dem Roten und dem... Ich glaube, das ist so... Ne, das hier ist dunkler. No, nackte Beine, Haut. Sektion 31 Stiefel, die wir auch schwarz haben wollen. War das jetzt? Ja. Okay, schon haben wir unsere Vulkanierin. Und ich wundere mich immer noch, dass ich Klingonen gelesen habe. Genau. Und jetzt müssen wir hier dann wieder umskillen. Aber die Terror... Und dann auch gleich hier reinmachen. Okay, dann geht das jetzt weiter, weil wir haben ja eigentlich mehr auf nicht auf Strahlenbänke, sondern mehr auf Dingens, Bombens, Kanonen. Entsprechend sollten wir da ein paar Skills jetzt ändern. So, Brückenoffizierstrainer, jawohl ja. Und zwar brauchen wir nur die Taktik am Raum. Station können wir ja schon mal so. Und zwar, was nehmen wir? Wir nehmen natürlich Kanone Schnellfeuer. Und zwar auf die Anti. Trainieren. Yep. Und dann brauchen wir für die Rohr noch etwas anderes. Der geben wir jetzt mal den großflächigen Torpedoangriff noch. Es ist dann auch lustig, da schießen wir viele, 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 viele Torpedos auf die Feinde. Mit einem Angriff. Ja, dann Fähigkeiten, Torpedo-Rohr. Pedo großflächig machen wir entsprechend dann auch hoch. Damit wir sie auch gleich befördern können. Und zwar liegt das daran, dass hier unten sie dann auch hier alles hat. Eigentlich könnten wir die Bodeneigenschaften auch gleich mal mitmachen. So, wir sind jetzt hier bei Technik, glaube ich. Wissenschaft, okay. Wissenschaft, Wissenschaft, was brauchen wir? Medizinischen Tricorder, rasche Heilung, ja, das ist gut. Entferne Stasisfeld, mach medizinischen Tricorder hin. Und was haben wir hier? Medizinischen Tricorder 1, Hypospray. Hypospray macht was? Schützt vor toxischen Buffs. Langsam Bewegung der Feinde, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir es so, genau. Dann geht das nächste Taktik am Boden. Ja, was haben wir hier dann alles Schönes? Photonengranaten sind nie verkehrt.
Rohr trainieren. Ja. Und was haben wir sonst noch so, was wir hier so haben, was nicht schlecht wäre? Ein Lockvogel. Ja, damit sie alle auf die Anti losgehen. Die Anti ist Anti. Nee. So, entsprechend kommen dann beide auch hier dummen Dingensbummens. Atomgranaten. So, genau. Und jetzt fehlt uns nur noch die Technik am Boden. So, und zwar ein Schildgenerator. Das ist doch was Feines. Er stellt dann so ein Ding auf, wodurch das automatisch unsere Schilde wieder macht. Und ansonsten Schildwiederaufladung, dass die für uns oder andere auch die Schilde automatisch aufladen kann. So, wundertoll, wunderbar. Tralali und tralala. Dann schauen wir jetzt mal in den Fähigkeiten. Die Kanone Schnellfeuer können wir dann nochmal ein wenig höher machen. Yay. Jetzt leckt es wieder minimal. Jetzt leckt es nicht mehr. Und wir gehen mal hoch in den Raum, damit wir dann unsere Schnellstartleiste auch anfeuern können, anpassen können. So rum. So, und zwar seht ihr schon, hier ist jetzt alles durcheinander. Alles weg mit euch. Will euch alles nicht. Weg. 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 Und hey, weg. Das ist dann auf die 4, genau. Dann drücken wir schnell P. Und jetzt haben wir hier das Ausweichmanöver, das Angriffsmuster, den Handelsfrachter, Schnellfeuer Prominente drinnen, Notenergie für Schilder ist nie verkehrt, wenn wir das hier unten drin haben. Den vollen Impuls, die Waffenbatterie, das Wissenschaftsteam, den Wurfhaken. Und ich habe eine Batterie vergessen. Wo ist mein Schild? Hier ist meine Schildbatterie. Eigentlich könnt ihr beiden die Plätze tauschen, genau. So, genau. Und das hier ist unser neues Schiff jetzt. Etwas kleiner als das, was wir zuvor hatten. Aber das macht mir nichts, denn eine Eskorte muss nicht groß sein, sie muss großen Schaden machen. Und natürlich auch wieder hier einmal so die Energie umgestellt. Und was man jetzt auch schön sieht bei Eskorten, die haben noch Zusatzenergie auf die Waffen. Das heißt, wir haben jetzt sogar 115 Energie von 100 auf den Waffen. Und übrigens, den Grundschaden, der bei einer Waffe steht, ist immer bei dem 25er Stelle. So, ansonsten, ja, jetzt reizt es mich nochmal zu zeigen, was das Schiff jetzt so drauf hat. Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal den Sektorraum wechseln. Ja, das Schiff ist sehr viel kleiner, wie sieht es. Uppala. Ja, streck mich gerne, lasst mich doch erstmal vollen Warp, damit wir jetzt schauen können. 9,7 war es vorher, jetzt haben wir 9,27. Genau, und wir bewegen uns jetzt mal hier runter und suchen uns einfach so ein Kriegsgebiet, wo wir schnell mal ein paar Feinde töten können und sofort wieder abhauen können, wenn wir wollen. Denn da brauchen wir dann nicht lange rummachen und rumexperimentieren und ewig machen, weil so langsam habe ich dann auch keine Lust mehr für Aufnahme. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon für mehrere Monate im Voraus aufgenommen. Wobei, ich glaube, es kann hinauslaufen, dass ich irgendwann für ein halbes Jahr oder so im Voraus aufgenommen habe. Wie ich mich kenne, wird das ziemlich sicher passieren. Moment mal, bei welchem System war das? Und beim Lake... Ach nee, hier ist schon ein Feind. Da ist ein Klingone. Zu den Klingonen wollen wir. Ja, den sieht man hier schon. Da ist er. Beziehungsweise Klingonen greifen irgendwas an und man ist dann da und da spawnen immer wieder Klingonen und so in Gruppen und so weiter, eben in Angriffswellen. Man muss immer 10 Dinger töten und dann hat man eine Mission sogar schon geschafft. Und ist ganz gut, um Schiffe zu testen. Unter anderem natürlich. Unter anderem. Und hat halt den Vorteil, man kann jederzeit die Mission wieder verlassen. USS Defiant. Lol. USS, der Kieler Killer. Ja, da wird wohl irgendein Fußballfan wieder sein. Oh, Klingonen haben Schiffe der Föderation belästigt und wir müssen jetzt die Klingonen zurückdrängen. So, eliminieren Sie die Schiffe der Klingonen.
Und da hier momentan alle schon weg sind, haben wir die Mission gleich gelöst. Lol. Wie ist, wie man so schön sagen könnte. Und wir warten jetzt hier mal, bis ein paar Klingonen kommen. Auf jeden Fall finde ich das schon mal toll, dass der automatisch hier schon eine Dual-Phaser-Kanone schon hat. Dual-Phaser-Kanone? Ach ja, stimmt. War ja Kanone, Dual-Kanone, schwere Dual-Kanone. So, und ihr seht, das steht, gibt es momentan gar nichts. Hier spawnen dann irgendwann jetzt gleich wieder Klingonen. Und dann haben wir es schon. Harrison! Hallo, Harrison! Mal die Map wechseln. Vielleicht ist da ja mehr. Base Encounter. Wechseln wir mal. Da ist kein Spieler, da haben wir vielleicht welche. Jupp. Ja. Untersuchung fortsetzen. Und schon sehen wir hier sind Feinde. Yay. Nekvar-Kriegsschiff. So. Und da seht ihr schon, wie schnell wir hier schießen. Das kommt durch den Kanonenangriff. Und ihr habt es auch schon eben gesehen. So, jetzt haben wir wieder normal ohne Kanonenangriff. Also Kanone schnell feuern. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, wie viele Torpedos wir dann auf einen Schlag rausgefeuert haben. So, und wir müssen jetzt 8 Staffeln besiegen. Das schaffen wir doch. Oh, Leute, was meint ihr? Schaffen wir das? Ja, oder schaffen wir? Ja, ihr kennt mich doch. Albert mal wieder sinnlos rum. So, und hier sieht man schon, wir können jederzeit wieder verlassen. So. Und viele Kanonen, Torpedos, da die Schilde runter sind. Das Schlimme hier bei denen ist halt auch, die Feinde, die leveln nicht mit. Das heißt, hier, die sind alle, glaube ich, jetzt auf Level 2 oder 3, deswegen sind die so schnell kaputt. Falls ihr euch wundert. Ist halt dann auch ganz gut, um Schiffe zu testen, wie gesagt. So. Hier, 8 Level unter uns, also Level 2. Aber es reicht trotzdem aus, um ein wenig zu dingsen, bumsen. Ist schon, um ein Minimal zu leveln manchmal. Wenn man so kurz davor ist, kann man damit leveln. Und wenn nicht, kann man halt die Waffen gut testen. Geronimo. Ja, und da seht ihr schon, das macht der Dingensbummens-Torpedo-Angriff, dass man auch alle Feinde, die im Umkreis sind, also vor einem sind, dann angreift. Deswegen bevorzuge ich das im Gegensatz zu Photonen, also im Gegensatz zu Torpedos. Verstärken, so hieß es genau. Ja, und dann würde ich sagen, besiegen wir jetzt hier noch 4 weitere Staffeln und dann war es das Video. Ist das hier ein Bug? Ich hoffe mal, das ist ein Bug, dass ich jetzt hier angeblich keine Schilder hätte. Na, das werden wir doch gleich sehen. Ui, ein Raptor-Escort-Schiff. Na klar. Jetzt war uns der Komet im Weg. Wenn wir jetzt noch eine zweite vordere Kanone bekommen, bin ich dann sogar richtig glücklich. Also hier nach der Anzeige haben wir unsere Schilde noch. Naja, was soll's. Ach komm, schauen wir mal, was hier hinten los ist. Ach ja, mal schauen, wie schnell wir jetzt... Können wir ja gleich mal testen. Wie schnell wir dann hier maximal kommen. So, und dann sind hier oben wieder welche. Yay, das geht doch hier echt... 3 Schiffe, die da in einer Angriffsstaffel stehen. Okay... Gleich stehen sie nicht mehr, gleich bewegen sie sich. Na, also, sage ich doch. So.
Feuer, Feuer, Feuer. Ich will auf die direkt auch mal irgendwie jetzt langsam zu denen kommen. So. Yay! Hat er doch gleich das Richtige gelootet. Und zwar eine Phaser Dual Heavy Cannon. Also, ja. Und zwar nur MK1, aber ja. Wie ihr seht, 252 Phaser-Schaden, wenn man das vergleicht mit unserer aktuellen, oder? Die wird, glaube ich, noch ein wenig... Ja, hier, 127, 199, also... Jupp. Macht was. Und das Ding wird, genau, wahrscheinlich langsamer sein. Jetzt haben wir keine dummen Phaser-Strahlenbänke mehr. Dann zieh die Waffe raus und... Testen wir jetzt nochmal die Waffe richtig an den Gegner, der dann hoffentlich auch mal vor uns ist. Na komm, Gegner. So, und jetzt brauchen wir einen Gegner, der genau vor uns ist, bitteschön. Sehr schön, an der Map ist einer hier irgendwo vor uns jetzt. So, Klinker, Schlachtkreuzer sogar. Da ist er ja. Ein Kettlinker Grad-Schlachtkreuzer. So. Seht es, die großen Strahlen sind jetzt von denen, also von den Dual-Kanonen und die Heavy-Kanonen und die kleinen Strahlen sind von den normalen. Die einzelnen Strahlen sind dann so von den anderen. Ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich sage andere und so was. Und ja. So, und jetzt volle Kanone und Feuer. Ja. Also, das hat sich jetzt echt gelohnt. Und wir geben jetzt gleich nochmal schnell Vollgas. Erstmal schauen, wie schnell sind wir so? 11. Okay, so viel mehr hat es jetzt auch nicht gebracht. So viel schneller ist das Schiff auch nicht. Aber wenn wir jetzt vollen Impuls geben, sind wir wahrscheinlich schon mindestens mal über 100. Sind am Beschleunigen. Hier sieht man ja, wie die Energie von anderen Systemen abgezogen wird und in die Antriebsenergie umgewandelt wird. Jupp, 102, 103, 104. Jupp, also hier kommt man gut voran. Und wir wollen in den Sektor wechseln, bitteschön. So, genau. So, und damit würde ich sagen, da ist heute viel passiert, 7 Level, Alter. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet jetzt wirklich Spaß. Ich hatte Spaß. Schaltet wieder rein. Vergesst nicht, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, wenn ihr mitspielen wollt oder nur generell mal so mit mir spielen wollt oder mit mir schreiben wollt. Ihr könnt mir auch gerne Freundschaftsanfragen senden, die nehme ich gerne an. Und ja, wir sehen uns hoffentlich mal. Horido und auf Wiedersehen.